Du weißt ja jetzt bereits, dass bei zwei Dreiecken, bei denen die jeweils korrespondierenden Seiten gleich lang sind, die sind definitiv auch exakt gleich. Das heißt, sie sind kongruent zueinander. Und das Ganze habe ich einfach mal den Seite-Seite-Seite-Satz genannt. Also ein Kongruenzsatz, wenn du so möchtest. Seite-Seite-Seite-Satz. In dem Video jetzt will ich mal ein bisschen schauen mit dir, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Also in dem Fall hier hast du ja drei Angaben gebraucht, jeweils die drei Seitenlängen. Und daraus hast du genau ein Dreieck konstruieren können. Kein anderes war möglich. Und ich will jetzt einfach mal schauen mit dir, ob das nicht auch mit anderen Angaben irgendwie möglich ist. Zum Beispiel, wenn Seite, Seite, Seite funktioniert, könnte ja auch Winkel, Winkel, Winkel funktionieren. Winkel, Winkel, Winkel. Also, okay, was will ich damit jetzt sagen? Wenn ich jetzt hier ein Dreieck hinzeichne. Und dann zeichne ich noch ein Dreieck hier hin. So zum Beispiel. Und bei denen müssen jetzt alle Winkel gleich groß sein. Also, der Winkel ist so groß wie der Winkel hier. Und in Rot mache ich mal, der Winkel hier oben ist so groß wie der Winkel hier oben. Und, ich habe gesagt, alle drei Winkel, 1, 2, der Winkel hier unten ist so groß wie der Winkel hier unten. Sind die jetzt beide zueinander kongruent, die beiden Dreiecke? Also kongruent heißt ja im Endeffekt auch, die haben die gleiche Form und die gleiche Größe. Und wenn ich das so sage, denke ich, ist es ganz offensichtlich, dass die beiden nicht zueinander kongruent sind. Die sehen sich zwar unwahrscheinlich ähnlich, okay, ähnlich ist übrigens auch ein Begriff aus der Geometrie, den behandeln wir später nochmal, aber die haben ja definitiv nicht die gleiche Größe. Das Rechte hier, das ich danach als zweites gezeigt habe, ist ja irgendwie nur so eine, ja, eine rangezoomte Version von dem linken hier sozusagen. Das heißt, die beiden sind definitiv nicht kongruent zueinander, obwohl sie alle drei Winkel genau gleich groß haben. Also, www ist zwar gut fürs Internet, aber hat nichts mit Kongruenz zu tun, hilft uns da leider nicht weiter. Okay, dann schaue ich nochmal einfach noch nach ein paar anderen Kombinationen von S und W und dann gucken wir mal, ob die Angaben auch ausreichen. Also, nehmen wir mal Seite, Winkel, Seite. Seite, Winkel, Seite. Also, ich zeichne wieder erstmal ein Dreieck hin. Eine grüne Seite und eine orangene Seite und eine pinke Seite. Ups, das ist eher ein Bogen geworden als eine Gerade. Na, das ist auch nicht so hübsch. Ah ja, okay, das geht schon. So, welche Angaben gebe ich dir jetzt? Ich gebe dir jetzt diese Seitenlänge hier. Das heißt, du kannst jetzt irgendwo eine Linie zeichnen, die genau diese Länge hat. Also mache ich jetzt einfach mal hier. Und ich gebe dir, damit du es gleich siehst, das ist die Seite hier oben. Und die Reihenfolge von den Buchstaben hat übrigens auch eine Rolle. Also die sind jetzt nicht einfach hier willkürlich hingeschrieben. Wenn das W in der Mitte steht zum Beispiel, ist das was anderes, als wenn ich das W jetzt außen hingeschrieben hätte. Aber das zeige ich dir jetzt in dem Beispiel auch gleich noch. Ich gebe dir also diese grüne Seite. Und ich gebe dir zum Beispiel die orangene Seite. Also die orangene Seite. Also ich sage dir nur, wie lang die sein muss. Mehr sage ich dir nicht. Zack. Und ich verrate dir halt aber auch noch den Winkel zwischen diesen beiden Seiten. Und deswegen ist das W hier auch zwischen den beiden S's. Der Winkel hier oben ist damit gemeint. Der Winkel zwischen den beiden Seiten. Die sind auch gleich groß. So, wie viele Dreiecke kannst du jetzt formen, wenn du mit der dritten Seite im Endeffekt irgendwie anstellen kannst, was du willst? Also du könntest, stell dir vor, du zeichnest die Seite jetzt hier ran. Du kannst sie so lang machen, wie du möchtest. Ui, das könnte jetzt deine Seite sein. Du kannst auch hier den Winkel wählen, wie du möchtest. Also du kannst das jetzt hier so nach links oder nach rechts hin und her wippen lassen. Ist sozusagen diese so eine Art, stellst dir wie ein Scharnier vor oder so. Aber wenn du ein Dreieck draus bilden möchtest, und ich denke, das sieht man hier ganz gut, dann ist die einzige Möglichkeit doch, dass du das hier so hoch machst, dass das auch wirklich hier an dem Punkt hier drüben ankommt. Das heißt, aus Seite, Winkel, Seite kann man wirklich auch nur genau ein Dreieck formen. Also, du hättest die Seite natürlich auch hier links anzeichnen können, hier anzeichnen können und weiß ich nicht, so zum Beispiel, aber genau das Gleiche. Also, dann hättest du das zwar hier und nach hier und hier wippen können, aber du hättest auch nur eine Möglichkeit gehabt, da wirklich ein Dreieck draus zu machen. Und das ist, wenn du das hier, diese Öffnung halt einfach zumachst. Und dann ist die Seite hier genauso lang wie die Seite hier drüben. Okay. So viel dazu. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei
Werkzeuge im Werkzeugkasten für Kongruenz sozusagen. Das ist einmal der Seite-Seite-Seite-Satz und der Seite-Winkel-Seite-Satz. Und nochmal, ganz wichtig, das W hier bedeutet, dass der Winkel zwischen den beiden Seiten sein muss. Okay, ich habe jetzt gesagt, dass die Reihenfolge irgendwie eine Rolle spielt. Das, am besten, ich zeige dir das dann, auch gleich mal an einem Beispiel. Also, wir können jetzt mal die gleichen Buchstaben nehmen. Zum Beispiel nehmen wir Seite, Seite, Winkel. Gleichen Buchstaben wie hier oben, aber eine andere Reihenfolge. Und damit meine ich, wenn ich jetzt wieder ein Dreieck habe, das sieht diesmal, wie sieht es diesmal aus? Vielleicht so und eine rote Seite, die sieht so aus. Und eine gelbe Seite, die kommt hier unten dran. Zack. So, jetzt zwei Seiten sind gegeben. Also ich nehme jetzt mal die blaue Seite einfach zum Beispiel. Zack, die muss genauso lang sein wie die hier. Und du hast eine zweite Seite noch gegeben. Und zwar, das ist eigentlich ist es schlecht gezeichnet. Warte, ich will es dir nochmal so zeichnen, dass es auch wirklich gut offensichtlich ist, denke ich. Also ich zeichne mal das Dreieck nochmal hin. Das wird die erste Seite, das hier wird die zweite Seite und in Gelb hatte ich gemacht. Das hier unten wird die dritte Seite. Hat nicht ganz geklappt. So, und jetzt nochmal. Ich gebe dir die Seitenlänge von der blauen Seite hier. Also, die hier. Zack, ist die gleiche. Dann gebe ich dir die Seitenlänge von der roten Seite hier. Und zwar, sieht nicht so gut aus. Zeichne es jetzt natürlich schon auf eine ganz spezielle Weise, aber auch nur, um dir zu zeigen, dass das wirklich nicht funktioniert. Ich will dich ja davon überzeugen. Das sind ja alles, was ich jetzt hier mache, das sind ja alles keine formellen Beweise oder sowas. Das Einzige, was ich machen will, ist, ich will dir nur zeigen, was sind sinnvolle Annahmen, die man treffen kann, welche Angaben ausreichen, um genau definitiv nur ein Dreieck damit zeichnen zu können. Und jetzt habe ich dir die beiden Seiten hier gegeben, also ich zeichne es am besten nochmal hier oben nach. Also das hier ist die zweite Seite gewesen und die andere war in diesem Blau hier oder Violett, ist eher Blau. Und es ist gegeben der Winkel hier unten, also Seite, Seite, Winkel. Also Winkel wird in Orange hier unten. Das heißt, du kannst den Winkel hier oben verändern, wie du möchtest und du kannst die Seitenlänge hier unten, die gelbe Seite, so lang machen, wie du möchtest. So, wenn ich jetzt die nächste Seite hier einfüge, dann musst du ja diesen Winkel hier formen. Also das heißt, es sieht nicht ganz hübsch aus. Ja, ist schon in Ordnung. Jetzt sehen die sich natürlich schon ziemlich gleich aus. Ich habe wahrscheinlich die Seite hier ein bisschen zu lang gezeichnet. Aber was ich dir zeigen möchte ist, du kannst damit noch ein zweites Dreieck machen, ohne irgendwie mehr Angaben zu haben. Und zwar, ich lasse die Seite jetzt hier genau gleich lang. Zeichne die jetzt einfach mal so hier ein. Und du siehst ja schon, ich habe nichts weiter geändert. Ich habe nur den Winkel hier oben geändert. Den hier und den hier sozusagen, diesen großen. Die Seiten sind beide noch genauso lang wie bei dem ganz großen Dreieck. Und der Winkel hier unten ist auch gleich geblieben. Aber du hast zwei Dreiecke draus machen können. Das heißt, das ist schlecht. Das muss natürlich genau nur ein Dreieck sein. Ansonsten, wenn ich dir, wie gesagt, jetzt zwei Seitenlängen gebe und den Winkel, der an der zweiten Seite dran ist, kannst du ja damit irgendein Dreieck zeichnen und dann kannst du ja nicht das nachvollziehen, was ich damit sagen wollte, sozusagen. Also, das geht nicht. Was gibt es denn noch so für Kombinationsmöglichkeiten? Seite, Winkel, Seite. Nehmen wir mal das Gegensätzliche sozusagen. Was ist denn mit Winkel, Seite, Winkel? Also, wie immer, erstmal ein Dreieck zeichnen, Seite 1, Seite 2 und Seite 3, und Seite 3 und gucken wir mal, Winkel muss gegeben, eine Seite und ein Winkel, das heißt, nehme ich jetzt mal die Seite hier einfach, also die zeichne ich jetzt hier nochmal hin, die hat genau die gleiche Länge, deswegen ist ja hier dieses S vorgegeben und die Winkel, die müssen beide an dieser Seite sein. Also einer muss links und einer muss rechts davon sein, sozusagen. Das heißt, ich mache jetzt mal hier in Pink. Der ist links davon, sozusagen. Also der Winkel hier muss der gleiche sein. Und in Grün mache ich jetzt mal der andere Winkel. Und der muss auch an der Seite dran sein. Also gibt es ja nur die Möglichkeit, dass das hier der unten ist. Das geht hübscher. Zack, zack.
Der muss auch der gleiche sein. Also so ungefähr. So, jetzt den Rest darfst du wieder machen, wie du möchtest. Das heißt, die Seite hier kann prinzipiell so lang sein, wie du willst. Und auch die gelbe Seite kann auch so lang sein, wie du willst, muss aber den Winkel hier oben formen. Das heißt, ich könnte die so machen zum Beispiel. Und ich denke, du siehst schon ganz gut an der Zeichnung, ganz leicht, klar, du kannst die jetzt hier auch nur so kurz machen zum Beispiel. Aber das hilft dir ja nicht, weil du willst ja trotzdem versuchen, daraus ein Dreieck zu formen. Und wenn du das machen willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar, dass sich die beiden Geraden hier genau an dem Punkt hier treffen und halt dann genau das gleiche Dreieck formen. Das heißt, die Seite hier muss genauso lang sein wie die Seite hier. Müssen eigentlich zwei Striche sein. Und die Seite unten muss auch genauso lang sein wie die andere Seite bei dem anderen Dreieck, wie die hier. Ansonsten kommst du halt einfach nie auf ein Dreieck. Das heißt, Winkel, Seite, Winkel funktioniert auch. Sehr gut. Haben wir schon mal drei Sätze zur Verfügung. Machen wir noch einen. Wie sieht es denn aus mit, machen wir mal was Ausgefallenes, mit Winkel, Winkel, Seite. Winkel, Winkel, Seite. Okay, das wird schwierig zu zeichnen, denke ich, aber ich gebe mein Bestes. Also wieder mal eine Seite und die zweite Seite und die dritte Seite in grün. In grün. So, welche Angaben kriegst du jetzt von mir? Ich gebe dir violett, den Winkel hier unten. Den Winkel hier gebe ich dir. Und dann gebe ich dir den sozusagen den nächsten Winkel. Okay, warte, lass mich das hier oben auch noch einzeichnen. Den Winkel hier gebe ich dir. So, dann gebe ich dir noch den zweiten Winkel, sozusagen den nächsten. Ich nehme jetzt mal den hier oben einfach. Den hier. Sozusagen hier. Und ich gebe dir die Seite, die an dem zweiten Winkel dran ist. Also in dem Fall hier die gelbe. Und ich gebe dir jetzt hier die gelbe Linie sozusagen. Das heißt, ich gebe dir die Länge vor, wie lang die sein muss. So, und der Rest ist wieder, wie du gerade lustig bist. Du kannst die Seiten so lang machen, wie du willst. Hauptsache, die Seite, die hier dran ist, muss, ups, das wollte ich nicht, die muss definitiv diesen Winkel hier formen, aber du kannst sie wieder so lang machen, wie du möchtest. So hier. Und die Seite, die hier dran ist, kann auch wieder so lang sein, wie du möchtest. Das heißt, du könntest im Endeffekt, du könntest das so machen oder du könntest den Winkel ja hier unten auch hier anbringen zum Beispiel und so machen. Aber ich denke, du siehst auch wieder, die einzige Möglichkeit, dass da ein vernünftiges Dreieck draus wird, ist, dass du den Winkel auch wirklich hier anzeichnest, wo ich ihn jetzt von Anfang an schon hatte und dann die grüne Seite hier sozusagen damit zeichnest. Ja, nicht ganz so hübsch. Ich hoffe, das ist trotzdem gut erkenntlich. Dass die Seiten trotzdem hier genau gleich lang sind und damit ist dann auch die Seite hier, die ich jetzt doberweise in orange gezeichnet habe, das ist natürlich eigentlich die rote Seite hier, also das hier ist eigentlich die rote Seite, dass die auch genauso lang ist wie die Seite hier. Du kannst alle Sachen, die ich dir jetzt hier erklärt habe, auf jeden Fall auch nochmal zu Hause ausprobieren, also zeichne dir am besten einfach genau wie ich hier ein Dreieck und versuch mal ein anderes Dreieck irgendwie daraus zu formen. Ich hoffe, du schaffst es nicht, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Und dann schauen wir mal, was wir mit den vier Kongruenzsätzen, die wir jetzt kennengelernt haben, also die drei und den hier oben, den kanntest du ja vorher schon, was mit denen so alles Schönes anstellbar ist. Bis zum nächsten Video.